I am the Jochen and this is the Frühsport für Freitag, den 9. Juli 2021. Schönen guten Morgen. Es hat nicht sollen sein für Angelique Kerber. Im Halbfinale war Schluss in Wimbledon. Allerdings muss man sagen, gegen die Weltranglistenerste Ashleigh Barty kann man zur Not auch mal ausscheiden. Barty hat überragend gespielt. Kerber im zweiten Satz 5-2 vorne gewesen. Da hätte sie es dann wohl zumachen müssen, aber Barty hat dann zurückgeschlagen, dann beim Stande von 5-5 Kerber nochmal auf 6-5 hochgegangen und dann macht Barty 10 Punkte am Stück, gewinnt das Aufschlagspiel zu 0 und geht im Tiebreak mit 6-0 in Führung. Dann kam Kerber nochmal ran auf 3-6, aber es hat nicht sollen sein. Barty hat dann am Schluss gewonnen und steht irgendwo auch verdient nach diesem Match im Endspiel. Da trifft sie jetzt auf Karolina Pliskova, die hat sich durchgesetzt gegen Sabalenka in 3 Sätzen und das Damenfinale gibt es am Samstagnachmittag. Kevin Kravitz und Květa Peschke mussten tatsächlich mal spielen. Ich hatte es gestern schon berichtet, die sind bislang durch dieses Turnier gegangen mit einer Reihe von freilosen und kampflosen Siegen, mussten noch gar nicht antreten bisher. Jetzt im Viertelfinale also ihr erster Auftritt gegen Pavic Dabrowski, das haben sie gewonnen und schon stehen sie im Halbfinale. Das könnte, also ich fände es cool, wenn es ein Grand-Slam-Titel wird mit 3 Siegen. Möglich wäre es. Da geht es heute im Halbfinale gegen Salisbury Dart, gegen die Kombination und das findet auf dem Center Court statt. Aber davor ist erstmal Herrenhalbfinale angesagt. 14:30 geht's los mit Berrettini gegen Hurkacz und im Anschluss daran dann Djokovic gegen Shapovalov. Das sind die beiden Herrenhalbfinals und dann eben direkt danach dann das Mix-Halbfinale mit Kravitz und Peschke. In Hamburg beim Damenturnier wurde auch gespielt gestern. Da hat Andrea Petkovic sich durchgesetzt ins Viertelfinale hinein. Sie hat sich ins Viertelfinale hinein durchgesetzt. Also ihr wisst, was ich. Sie ist ins Viertelfinale gekommen. So, hat gewonnen. Jule Niemeyer hat gewonnen gegen Korpatsch, ist ebenfalls ins Viertelfinale eingezogen und für Anna Zaja war jetzt ebenso wie für Korpatsch auch Endstation im Achtelfinale von Hamburg. WTA 250er ist das ja. Wimbledon heute also ab 14:30 auf Sky Sport, nur noch auf einem Kanal. Es gibt parallel noch auf Court Number One die Damen-Doppelhalbfinals, aber die werden dann nicht gezeigt. Zumindest gehe ich mal davon aus, vielleicht schaltet man rein, wenn Matchbälle sind oder sowas, aber sie werden keine breite Plattform hier bekommen. Tour de France, da hat sich Nils Polit gestern eine sehr breite Plattform geschaffen, denn der deutsche Fahrer vom Team Bora Hansgrohe hat die 12. Etappe der Tour de France gewonnen und zwar klar. Das war eine Etappe, die von Beginn an von Windkanten geprägt war. Das Feld riss auseinander in verschiedene Gruppen. Und Polit hat die richtige Gruppe vorne mit erwischt und konnte sich dort dann im richtigen Moment aus dieser Gruppe heraus auch noch absetzen und rollte alleine und souverän über die Ziellinie. Herzlichen Glückwunsch, die gesamtführenden Gruppe, also sprich Pogacar und die Verfolger, die ja allesamt über 5 Minuten Rückstand haben auf ihn, die kamen gemeinsam ins Feld, da hat sich also nichts getan. Uran weiter auf Platz 2 und Vingegaard weiterhin auf 3. Heute geht es auf die 13. Etappe und die sieht so aus. Es ist eine, ja, ich würde sagen, Mark Cavendish-Etappe. Der jagt ja den ewigen Tour de France Etappensiegerekord. Das so sieht sie aus. Ja, sieht man schon nicht viel, ne? Da am Anfang so ein kleines Hügelchen, 4. Kategorie, süß. Dann gibt es einen Zwischensprint und dann mal kurz hoch und runter. Aber wir reden hier über Höhendifferenzen von ein paar Metern. Eigentlich ist es flach, wenn man so drauf guckt. Da haben wir schon ganz andere Dinge gesehen. Cavendish wird es möglicherweise machen. Das wäre dann sein 4. Sieg bei dieser Tour de France. Und insgesamt jagt er ja den Rekord von Eddie Merckx von 34 Tour de France Etappensiegen. Den könnte er einstellen heute. Jetzt sind wir mal gespannt, ob er den vielleicht sogar dann... Also innerhalb dieser Tour, wenn er gut über die Pyrenäen kommt, könnte er ihn sogar toppen. 12 Uhr Eurosport 1 live dabei und 12.35 Uhr geht One auf Sendung und da geht es dann um 16 Uhr ins erste traditionell rüber. Kommen wir zum Fußball, da gab es gestern die Conference League Qualifikationsrunde 1. Ich hatte versprochen, ich pick mir ein paar Ergebnisse raus. Es waren 30 Spiele, aber hier nur die wichtigsten. Liepāja hat aus Lettland hat verloren gegen den FC Struga Trimlum. Aus Mazedonien, Nordmazedonien, pardon. Nee, hat nicht verloren, 1-1. Liepāja gegen FC Struga Trimlum, 1-1. Jetzt beinahe hier ganz dramatisch ein falsches Ergebnis vorgelesen. Dann haben wir Birkirkara aus Malta gegen La Fiorita aus San Marino, 1-0. Dann haben wir den MŠK Žilina, die haben wir schon mal wo gesehen, aus der Slowakei. Die haben gewonnen gegen Dila Gori aus Georgien mit 5-1.
Und Riga, das ist nochmal Lettland, die haben verloren zu Hause gegen Klaksvik von den Färöerinseln mit 2-3. Also auf dem Level haben sich diese Spiele alle abgespielt. Wer da mehr Ergebnisse wissen möchte, gucke bitte bei den einschlägigen Ergebnisportalen rein. Nächste Woche dann die Rückspiele. Dann werden die ersten paar 30 Teams schon die Segel streichen müssen hier aus der Conference League. Und nur die Besten kommen weiter. Und in der nächsten Runde haben wir dann noch ein Füllhorn an weiteren illustren Teams, die das Ganze auffüllen. Wir bleiben da dran. Ich mag das. Ich stehe auf diese Europapokal-Qualifikationsrunden, weil jetzt hast du wirklich so Teams noch dabei, wie Klaksvik oder wie Struga Trimlum. Die hast du dann später ja irgendwann in den Gruppenphasen nicht mehr. Da kommen immer die gleichen Nasen vorbei. Ich mag die Quali-Runde und werde euch auf dem Laufenden halten. Ebenfalls auf dem Laufenden halte ich euch beim Handball. Da gibt es ein Turnier jetzt am Wochenende, ein Vorbereitungsturnier auf Olympia fürs deutsche Team. Deutschland spielt gegen Brasilien heute Abend, 20.15 Uhr in Nürnberg findet das Ganze statt. Gibt es live auf Sport 1 zu sehen, ist ein Test- und Trainingsspiel für die Handballer, aber in der Olympia-Vorbereitung lasse ich mir das gefallen, da sind auch mal Testspiele akzeptiert, wenn man das sehen möchte. Man muss ja nicht gucken. Viel interessanter meiner Meinung nach ist parallel dazu die Diamond League aus Monaco um 20 Uhr. Ist eigentlich ja auch mehr oder weniger Test für die Olympischen Spiele. Hier halt für die Leichtathleten. Das gibt es zu sehen auf Sky Sport. Hat ja nicht jeder, deswegen Sport 1 ist Free TV. Kann man lieber Handball gucken. Was man gar nicht mehr gucken kann diese Saison ist Eishockey. Die ist nämlich jetzt wirklich vorbei. Und zwar in der NHL gab es in der vergangenen Nacht das fünfte Finalspiel zwischen Tampa Bay Lightning und den Montreal Canadiens. Und Tampa Bay hat es geschafft, mit 1-0 dieses Match zu gewinnen, knapp, aber die gesamte Serie damit mit 4-1 für sich zu entscheiden. Und das ist natürlich sporthistorisch wertvoll, denn damit hat Tampa Bay die Eishockeymeisterschaft verteidigt. Das ist schon mal eine besondere Sache. Die waren letztes Jahr schon Meister in der NHL, damals noch in dieser Bubble-Saison. Das war ja alles noch ein bisschen anders. Jetzt hat man es also geschafft, vor heimischem Publikum das zu gewinnen. Und es waren ja auch Fans in der Halle. Das ist eine Besonderheit. Und das Ganze wird dadurch noch veredelt, dass Tampa Bay Lightning jetzt zu Hause in Tampa Bay den Titel klar gemacht hat. Und im Februar, wir erinnern uns zurück, die Tampa Bay Buccaneers in der NFL, also in der Football-Liga, ebenfalls vor heimischem Publikum den Titel klar gemacht haben. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Da war ja der Super Bowl auch in Tampa gewesen und da hat man diese Geschichte damals mit Super Bowl daheim. Gab es noch nie und jetzt ist es passiert und jetzt hast du gleich die ersten beiden US-Meisterschaften dieses Jahres, die vergeben werden, gehen beide in dieselbe Stadt und werden auch beide in dieser Stadt verteilt. Also aus dem Jubeln kommen sie gerade nicht raus in Tampa. Kleine Wermutstropfen, NBA-Finals laufen ja auch. Phoenix Suns gegen Milwaukee Bucks, da ist Tampa Bay halt gar nicht dabei. Jo, das heißt, die werden sie nicht gewinnen, aber sie werden zerschmerzen können. Den Grund zum Jubeln gab es dort ja schon genug. Für euch gibt es hoffentlich Grund zum Jubeln, dass heute Freitag ist und dann bald Wochenende. Was man diesem Wochenende so alles tun kann, was man sich vor allem für Sport im Fernsehen angucken kann, das sage ich euch gerne morgen und übermorgen wieder an dieser Stelle. Ihr kennt das ja zur gewohnten Zeit hier auf diesem Kanal. Wenn ihr Lust habt, abonniert doch den Kanal. Vielen Dank, 204 Abonnenten haben wir jetzt. Das ist schön. Wir haben irgendwie Tag zu Tag kommt immer mal wieder jemand dazu. Freut mich, wenn ihr hier hängen bleibt und euch das, was ich hier tue, irgendwie Spaß macht. Gerne weiterempfehlen, wenn ihr sportbegeisterte Freunde habt oder Freundinnen natürlich, dann freue ich mich auch über den 205. oder 206. Abonnenten. Immer wieder gern gesehen. Aber auch die 204, die dabei sind, für euch morgen früh wieder ein neues Video an dieser Stelle. Schaut ruhig wieder vorbei und habt einen schönen Freitag. Bis dann, tschüss. Achso, da hat der Tipp des Tages vergessen. Sorry, Tipp des Tages ist heute für mich... heute ist schwierig, heute ist jetzt nichts... Kein so ein Must-See dabei, würde ich sagen. Deswegen wahrscheinlich dann am ehesten Wimbledon-Halbfinale. Auch das sind jetzt keine Must-See-Partien, aber ich glaube, es ist von der Bedeutung her vielleicht am interessantesten. Mit Kravitz-Peschke hinten dran noch. Also Tennis wäre heute wahrscheinlich auch der Tipp. Oder Tour de France, sucht euch was raus. Bis morgen.